Meine Güte! Ihr seht aus wie Jessa, als sie damals Exoschweinsuppe probiert hat. Ich hatte eine Vision. Da war eine Galaxis in der Nähe unserer eigenen. Und dann wurde es dunkel. Sämtliche Sterne in beiden Galaxien sind erloschen. Das Ende von allem. Ihr habt bestimmt nur was Falsches gegessen. Das hoffe ich zumindest. Eine andere Galaxis? War es vielleicht eine Zwerggalaxis? Verzeiht mir, mein Sith Lord, ich kam nicht umhin, alles zu hören. Ja, es könnte eine Zwerggalaxis gewesen sein. Was wisst ihr darüber? Es gibt so eine Galaxis abseits des Outer Rims. Das Rishi Maze. Rishi? Von Rishi habe ich schon mal gehört. Das ist ein Planet, eine Art Piratenzuflucht, oder? Dort wollte ich schon immer mal hin. Und das ist erst seit kurzem so? Quinn, Kurs setzen. Wir fliegen nach Rishi. Wow! Die Gerüchte sind also wahr. Ihr seid hier. Ihr seid wirklich hier. Ihr kennt mich? Aber sicher, ihr wurdet mir ausführlich beschrieben. Sehr ausführlich. Ihr seid die Anführerin der heulenden Furien. Die verwegensten und skrupellosesten Piraten des Gordian-Strangs. Wo auch immer das liegt. Ich weiß nicht, was ihr glaubt gehört zu haben. Aber ihr müsst etwas missverstanden haben. Netter Versuch, aber das Stadtgespräch kann man nicht missverstehen. In der gesamten Räuberbucht sprechen alle nur noch über euch und eure verrückten Abenteuer. Erzählt mir von euren härtesten Widersachern. Euer Basic klingt sehr natürlich. Meinem Volk fällt das Erlernen von Sprachen leicht. Manche von uns geben sich sehr förmlich. Ich bin eher der Typ für Cantina-Gespräche. Apropos Cantina, ihr solltet euch vor Goro hüten. Er will unbedingt gegen euch kämpfen. Verratet mir, wo ich ihn finden kann. Ich werde seinen Wunsch gerne erfüllen. Goro ist im Blasterweg, eine Bar in der Nähe. Spült wahrscheinlich etwas Tonitran-Trockenfleisch mit einem mantellianischen Fungolager runter. Ich habe dort Hausverbot. Eine lange Geschichte. Also hoffe ich, dass jemand euren großen Kampf aufzeichnet. Ich möchte nicht einen verdammten Schuss verpassen. Wie ich höre, sucht ihr nach mir. Oder zumindest nach jemandem, auf den meine Beschreibung passt. Kastu undile, Gio hola locuta. Das habt ihr wohl gerade schon selbst erledigt, Goro.
Wartet, ihr wollt hier nicht schon wieder Chaos verursachen, oder? Ich habe nicht mal die Einschusslöcher vom letzten Mal geflickt. Inigo da iji liska tsunanga wa. Kusa mala chikuta, ikosa mose ala tuta. Nein, das wird keine Herausforderung. Jedenfalls nicht für mich. Chonki faguta, ji obora, je oto kakise. Makipuna mali tuta, od mishka. Auf Rodia mögt ihr ja ein Held sein, aber im Vergleich zu mir. Ein paar Einschusslöcher sind eine Sache. Die verleihen dem Ort Charakter. Aber das hier. Hört mir zu. Ich bin der Zorn des Imperators. Der leibhaftige Hass. Ich will wissen, wer behauptet, ich sei eine dahergelaufene Piratin. Und ich will es jetzt wissen. Die ganze Stadt redet über euch. Keine Ahnung, wie das alles angefangen hat. Aber ich weiß, wer Goro auf die Idee gebracht hat, euch zu suchen. Tu das nicht, Karina. Ihr kennt Margoks Meinung über das Verpfeifen von Ansässigen. Solange Margok nicht für die unbezahlten Rechnungen aufkommt, die Nova Blade hier angesammelt hat, kann mir seine Meinung gestohlen bleiben. Der Kerl, den ihr sucht, heißt Kai Sücken. Er ist der Anführer der Schurken der korellianischen Schnellstraße. Ein echter Prachtkerl. Goro sagte, dass euch Sücken einen Haufen Credits schuldet. Also hat er Goro angeheuert, um euch für einen Bruchteil der Summe zu eliminieren. Wo kann ich ihn finden? Keine Ahnung. Ist ja nicht so, als wäre der Typ ein Freund von mir. Fragt jemanden von Sückens Crew. Die schwirren überall in der Räuberbucht rum, wie Schmeißfliegen. Ich hoffe, dass ihr die Wahrheit sagt. Wenn ich zurückkommen muss, könnte das unangenehm für euch werden. Noch angenehmer als das hier? Ich habe euch gesagt, was ich weiß. Mehr kann ich nicht tun. Wir sehen uns, Goro. Hoffentlich glaubt euer Bruder nicht, dass das meine Schuld war. Seht euch das an, Leute! Ein Besuch von... Die Burke vom Krieger. Ich habe eine dramatische Pause eingelegt, Tomota. Ich kenne die heulenden Furien. Kai Sücken, ich bin sicher, dass ihr meinen Namen schon gehört habt. Wahrscheinlich von einer meiner Eroberungen. Begleitet von einem sehnsüchtigen Seufzer. Also, es läuft so. Die Schurken der korellianischen Schnellstraße haben vielleicht Schulden bei euch. Aber ihr kriegt nichts aus meiner Tasche. Wendet euch an die Buchhaltung. Warum denkt jeder, ich würde zu irgendeiner Bande gehören? Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Wie? Was sagt ihr da? Aber das macht keinen Sinn. Oh, ihr versucht nur, mich zu verwirren. Yakimbaba. Wie? War das eine Beleidigung? Habt ihr mich gerade beleidigt? Wama otake joke hata bawa. Tababa ulya. Nun gut, hört mir zu. Wir können nicht zahlen. Die Freiheit, in der Räuberbucht operieren zu können, ist nicht gerade kostenlos. Nachdem Nova Blade ihren Anteil bekommen hat, bleibt für uns nichts mehr übrig. Na, bevor ihr jetzt überstürzt handelt, solltet ihr aber wissen, dass ich etwas Wertvolles für euch habe. Etwas, das ihr sicher haben wollt. Ihr habt versucht, mich töten zu lassen. Warum sollte ich mich nicht revanchieren? Ja, schon verstanden, wir sind keine Freunde. Aber das hier ändert die Sache vielleicht. Ich zeichne alle meine Holo-Gespräche auf, also auch das, in dem ich gewarnt wurde, dass ihr nach Rishi kommt. Ich zeige es euch. Tomota, bringt mir mein Datenpad! Mugusenobi Chonki. Verkortaji Otto Endiha. Oh, ja, das ist schlecht. Tomota, das ist sehr, sehr schlecht. Oh, richtig. Danke, Tomota. Ich wusste doch, dass es einen Grund gibt, warum ihr hier seid. Hier. Mit diesem Spürgerät könnt ihr die Kiste finden und öffnen.
Und ihr dürft das Datenpad behalten. Wie klingt das? Wie wäre es, wenn ihr selbst das Datenpad suchen geht, das ihr verloren habt und es mir bringt? Ah, eine gute Idee. Dann gehe ich doch einfach schon mal los und suche es. Oh, als würdet ihr das nicht genauso machen. Schon gut. Ich suche es selbst. Ich hoffe, ihr sagt den keulenden Mumien, dass wir jetzt quitt sind. Genau. Das habe ich doch gesagt. Herr Sücken, ich grüße euch. Ich wende mich an euch, um euch zu warnen. Die heulenden Furien gehören zu den berüchtigsten Piratenbanden in der Galaxis. Und jetzt haben sie Rishi ins Visier genommen. Wie ihr wisst, schulden die Schurken der koreanischen Schnellstraße den heulenden Furien jede Menge Credits. Stellt euch nur vor, was passiert, wenn sie euch entdecken. Ich schlage vor, ihr erzählt überall herum, dass die Bande kommt, damit sie ungewollte Aufmerksamkeit bekommen. Ich weise mehrere Droiden in der Räuberbucht an, dasselbe zu tun. Ihr könnt aber auch einfach nichts tun und die Konsequenzen tragen. Es liegt an euch. Seien Sie gegrüßt! Möchten Sie eine wahre Geschichte über die legendären heulenden Furien hören? Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich habe sie nicht erkannt. Wie aufregend. Es ist mir eine Freude, ihre Bekanntschaft zu machen. Wer auch immer dir das aufgetragen hat, hat dich belogen. Ich bin nicht die, für die du mich hältst. Ich dachte, mein Herr hätte mir alles verraten. Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie so bescheiden sind. Seit ihrer Ankunft haben sie bereits den berühmten Goro besiegt, die Schurken der koreanischen Schnellstraße und die Karida-Korsaren in Angst und Schrecken versetzt. Sogar Nova Blade hat bereits Notiz von ihnen genommen. Mein Herr ist mehr als nur beeindruckt. Ich möchte wissen, auf wessen Betreiben du all diese Geschichten über mich verkünden lässt. Gib mir einen Namen. Sie können sämtliche Fragen meinem Herren stellen, da ich autorisiert wurde, ein Treffen zu arrangieren. Oh, und seien Sie vorsichtig auf Ihren Reisen. Legende hin oder her, Goros Bruder Grumm ist über Goros Schicksal überaus verärgert. Abduskela, Biorore! Tupnau, Grimslim Monita, Rikokashuroreg. Okay, dann lasst mal sehen, was ihr drauf habt, Monster. Eiling, Onredonatsa, Dingnobum Frei, Ramirukshak. Tupnau, Grimslim Monita, Rikokashuroreg. Grim, Javitsa! Gola, Gola! Timan Stebodrar! Umsona, Nomurdakin Pavuri Freya! Wine Nikro, Krorubark! So, es ist getan.